Ey, das. So, heute gucken wir uns den B-Kick an. Und falls ihr noch gar nicht wisst, wie ihr da reingehen sollt, aber euch noch gar nicht traut, überhaupt da rein zu springen, ganz einfach, da kann gar nichts passieren. Erstmal machen wir ein schräges Rad. Dafür, wir stehen ein bisschen breiter, Schulter breit, nehmen unsere Arme hier hoch, gehen hier runter, setzen die Hände auf, machen ein schräges Rad, nicht viel. So, jetzt gucken wir uns das Setup an, also was wir mit den Füßen machen wollen, wie wir abspringen. Wir stehen wieder ein bisschen breiter, halt schulterbreit, dann setzen wir noch einen Schritt hier rum, noch einen Schritt hier rum und aus dieser Position werden wir gleich abspringen. Da ist wichtig, was der Oberkörper macht, das gucken wir uns im nächsten Video an. So, jetzt wo wir das Setup ja kennen, heißt, stehen ein bisschen breiter, schulterbreit, halbe Drehung. Noch eine halbe Drehung, dann haben wir die Arme hier oben, gehen hier unten lang und dann gucke ich in die andere Richtung, gebe mein Bein hoch und springe ab. Und ich werde das Ganze einfach nochmal machen und dann seht ihr wirklich, dass ich in die andere Richtung gucke dabei. Und alles zusammen. Hätte ich schöner machen.